Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen heute weiter mit dem Pokal. Ja, mal wieder ein Pokalspiel und so, ne? Jetzt aber erstmal, ja, noch Sevilla Heimspiel und dann Rayo Vallecano, genau. Brighton möchte Saraga haben. Auch wieder so 7 Millionen, ne? Delegieren. Mindestverkaufssumme 15 Millionen, vergiss es. So. Ja, kommt er her. So. Jo. Also, er möchte gerne mit dem Pokal weiter sich verabschieden. Dazu müssen wir heute tatsächlich den FC Sevilla ausschalten. Wir haben an der gleichen Stelle zu Hause mit 3:4 gegen die Jungs verloren. Das war die einzige Niederlage bisher und ja, schauen wir mal, ob wir es heute rächen können, Fragezeichen. Deswegen will ich ihn gerne heute, lasse ich ihn heute tatsächlich mal für Beginn an ran. Garcia. Warte mal. Linksverteidiger, links außen. Deswegen brauche ich tatsächlich Sainz heute mal nicht. Der wird heute mal nicht spielen. So. Ja, es ist natürlich halt bitter für viele Leute, dass sie da ein bisschen auf der Bank sitzen, aber ist halt so. Gut. Ja, gehen wir rein ins Match, wa? Ja, FC Sevilla. Wie gesagt, da haben wir schon, da kann man auch eine kleine Rechnung mit den Jungs offen. Kann man so aus dem Pokal schießen. Wir haben natürlich den schwerstmöglichen Gegner. Noch ein Schritt bis zum Finale im spanischen Pokal. Es ist Halbfinalzeit. Wir sind live dabei, hier im San Mamés. Bleiben Sie dran. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Spiel, das im Estadio San Mamés stattfinden wird. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolfuß und Frank Buschmann. Und es geht heute in diesem Wettbewerb um das Hinspiel im Halbfinale. Athletic Bilbao gegen FC Sevilla. Halbfinal-Hinspiel und das ist ein krasser. Zwei Teams, die, welche Überraschung, ins Finale wollen, die sich auch heute wahrscheinlich wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht haben. Es ist ein spannendes, ein hochinteressantes, ein offenes Duell. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Sie wählen heute das 4-4-2 mit lautem. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, dass die Abwehr in Probleme zu bringen. Haben wir die Aufstellung des FC Sevilla. Yassine Bounou ist der Mann auf der Torhüterposition. Juan Jordan steht im Zusammenspiel mit Oliver auf den Positionen in der Mitte. Und gleich drei Stürmer sollen heute den Erfolg bringen. Oh Wolf, eine sehr offensive Aufstellung. Da bin ich wirklich gespannt. So, versuchen wir es mal, was hinkriegen. Wir müssen versuchen, uns natürlich zu rechnen. Wie gesagt, in der Liga habe ich mit 3:4 gegen Sevilla verloren. Ja, mal gucken. Jetzt versuchen wir mal, Munia hin durchzubringen. Und dann ist es schon das 1-0. Und es ist Raúl García. Der wurde im Spiel gesagt, er möchte sich gerne mit dem Pokalsieg verabschieden. Und den ersten Schritt in die Richtung macht er selber. Spielt heute statt Guruceta. Munia hin und dann steht der komplett alleine da vorne und haut das Ding einmal kurz rein ins Glück. Ja, wie gesagt, 1:0.
gegen Raul Garcia. Also für Raul Garcia, drittes Tor, dritten Spiel. Sevilla ist hinten, Spiel geht weiter. So, also früh sein soll, kann man schon mal so machen. Wie gesagt, wir haben noch eine Rechnung mit den Jungs auf. Ich habe es gerade eingangs gesagt. Oh, bitte nicht, jetzt irgendwie eine Verletzung. Sevilla mit dem Foul, Freistoß. Da geht, wollen wir schnell das Ding? Raul Garcia. Ja, das ist zu einfach. Und hat den Ball. Bodo. Oyarzabal. Oyarzabal. Ja, warum nicht? Kann man aber probieren, ne? Muriel. Muriel, der, glaube ich, im letzten Spiel drei Tore gegen uns geschossen, in der Liga drei Tore gegen uns geschossen hat. Schön nach, bieten Sie an. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Entschlossen geklärt. Jesus Navas jetzt. Da war's. Ocampos. Jetzt ist Platz für den Konter. Muriel. Jesus Navas. Jetzt kann das Tor fallen. Oh, kann es aber, wird das nicht. Ball ist vorbei. Eine klasse Szene. Da waren sie hellwach und hätten leider nur Zumelia. Ein Haar zugeschlagen. Wenn sie durch. Gute Pässe davon, Bilbao. Sanchez! Oh, Bono! Fragen uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Ja, das war tatsächlich ein dickes Tor, aber er macht den nicht. Weil Bono sagt, den hole ich mir noch, den Ball. So, Ecke kommt. Ja. Ball kommt nicht an. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Oh. Aber der Ball kam noch aus dem Rückraum. Wieder Bodo. Der zählt schon zum zweiten Mal weg, dass er so hält. Er nimmt ein volles Risiko. Oh, wieder Bodo. Der war ein bisschen out of order gerade. Aber wir konnten nichts dran machen, weil ich zum Schuss kam. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Da ist vielleicht Platz für Sevilla. Da war's. Nö, diesmal Jesus nicht. Navas. Aber der zweite Angriff läuft und dann ist Papu Gomez. Nein! Kein Tor. Das war richtig knapp. Guter Lupfer, da hat nicht viel gefehlt. Glück gehabt für uns. Wir wollen natürlich ins große Finale. Wir wollen den Titel haben. Das ist das große Ziel. Und dann rein nach vorne, Richtung Raul Garcia, macht er sein zweites, macht er, 2-0. Doppelpack in diesem Spiel, klasse Leistung. Schön aber nach vorne rein. Und dann ist es Raul Garcia, der sich ohne Probleme durchsetzen kann. 14 Meter rein ins Glück damit. Besser kannst du das Ding nicht verbergen. Kein Fall. Unai Vencedor. Williams. Nur noch der Tor. Williams. Williams. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender. Das war ganz, 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 ganz wichtig, dass der da stand, weil sonst wäre das Ding erledigt. Ich wollte gerade auf die andere Seite legen. Ball fliegt hoch rein. Oh, gefährlich. Jetzt und Tor. 37. Aber viel zu einfach da vorne, dieser Ball. Anschlusstreffer. Das war einfach viel zu offen, Ocampos. Diese Vorlage, da ist er einfach gedankenschneller. Ja, der hat einfach mal viel zu viel Platz da vorne. Und schon wird das ja wieder spannend, das Ding, nachdem wir früh mit 2-0 gemacht haben. Nun nur noch ein Tor. Gorosabel. Gorosabel, ja, der Außenverteidiger hier auf der rechten Seite. Flanke geht in den Strafraum. Und dann ist es das Tor, Williams, 3-1. So kann man mal wieder kontern, so kann man einen Anschlusstreffer kontern. Das war viel zu einfach da vorne. So einfach wie der Sevilla gerade hatte mit dem eigenen Tor. So einfach haben wir es jetzt gerade mit dem dritten. Gorosabel, rechte Flanke, keiner greift ihn wirklich an. Und William steht komplett alleine an der Kante, fällt da raus, ist gegen zwei und ja, legt das Ding einfach rein. Das ist dann viel zu einfach für ihn.
Bono ohne jede Torchance, ohne jede Chance mal abzuwehren. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Ballverlust. Und das meine ich halt mit der Vorwärtsbewegung. Und der Schuss geht genau auf den Torwart. Buriel, der in der Liga ja 3 Nüsse reingehauen hat. Heute relativ abgemeldet, bisher zumindest. Hier kommt die Nachspielzeit, 2 Minuten gibt's. Oh ja, so, Ball, vielleicht ist er schon auf dem Weg zum Viertel. Gut abgeblockt. Und da ist noch einer mit langen Beinen dann gewesen, sonst wäre das hier vielleicht sogar noch spannend geworden, das Thema. So, Ecke kommt. Der Ball kommt rein. Ne, es war zu einfach und damit kann er jetzt abpfeifen, der Schiedsrichter. Und wir gehen mit einer 3-1 Führung. Ist zu Ende, kurz durchatmen, dann geht's hier weiter. So. Real Saragossa gegen FC Villarreal. Also nicht, dass wir Real Saragossa stand jetzt im Finale treffen. Wir haben ja vorher schon. Aber gucken. Die kleinen beiden Großen sind raus. Jetzt haben die kleinen mal eine kleine Chance. Saragossa, Sevilla, wir. Aber wir führen mit 3-1 gegen meiner Meinung nach den größten Widersacher. Villarreal ist. Ja, gut, okay. Villarreal muss da auch erstmal ausschalten. Weil die, wie gesagt, Real ja ausgeschaltet in der letzten Partie, obwohl Real die Saison nicht gut ist. Wir haben sie ja zweimal bezwungen. Williams. Aber groß Tür möchte ich jetzt auch nicht, weil im Fußball kann so viel passieren, aber. Ja, warte mal, gerade zu einfach. Oh! Da stand noch einer auf der Linie, sonst wollte ich nämlich einen schönen reinlegen jetzt. Papu. Oh, Gorosabel, der das gut ist. Kein Abseits, Sevilla. Kein Abseits. Grau, das hier. 3-4-1. Entschuldigung. 3-4-Pack. Wie gesagt, nicht nur groß töten kann er, sondern er möchte, macht es auch. Sagt vor dem Spiel, ja, ich möchte mich mit dem Pokalsieg verabschieden. Und nö, haut dann 3 Nüsse rein. Zuerst der Steilpass und dann machen sie aus nächster Nähe. Das Tor, das ist 35 Jahre alt. Beendet nach der Saison seine Karriere. Und schießt mal gerade kurz uns ins Finale. Stand jetzt, 57. Minute. Es kann aber noch viel passieren. Lass mal sie auch 2. machen oder so. Ich habe schon so Spiele gehabt, wo ich locker 4-1 geführt habe, damit noch das Ding unentschieden gespielt habe. Also weiter dranbleiben an der Nummer. 5. Pokaltor. Gomez. Wetzedor. Ja, schön gelöst da jetzt, Wetzedor. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und das ist absolut kein Abseits. Immanuel. Und Sanchez, 5-1. Stark, 4 Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Heute knacken wir den FC Sevilla. Wir haben in der Liga noch verloren, 3-4. Und jetzt scheint zu fruchten. Immanuel, Sanchez, 5. Abseits war es nicht, ganz klar. Und damit zählt das Tor. Oh, mit dem Spielstand von 5-1 geht es hier weiter. Papu. Jetzt ist er vorbei. Kommt überhaupt nicht vorbei da. Oh, Campos. Jetzt vielleicht. Aber das ist halt zu einfach. 2-5 plötzlich. Der Fehler von uns. Und dann ist es Luis Muriel, der tatsächlich doch nochmal sein Tor macht.
in die Torwart-Ecke. Wir sehen es hier. Und diesmal ist es Imanol, der den Fehler macht. Lässt sich dieses Tor nicht verhindern, aber der Ball ist natürlich auch sehr präzise. Meinetwegen kann es so weitergehen. 5:2 steht es momentan. Ja, da war's. Williams. Sie bringen die Flanke an den kurzen Pfosten. Zweifach. Kalles. Der Angriff damit beendet. Vielleicht die Konterchance. Oh, Glück gehabt, dass Papu da seinen Ball wieder kriegt. Weiter für Athletic Bilbao. Dann geht es zu Hause gegen Rayo Vallecano. Vallecano, ja. Nach einer richtig Mudiay. Partie. Ich bin gespannt drauf. Gute Chance für Mudiay. Und Glück gehabt. Ich glaube, wenn wir jetzt hier noch Tor machen, ist es die Entscheidung. Muriel hat sich jetzt durchgesetzt. Folgt darf er jetzt nicht. Geray. Oh, Muni, oh, das war einfach ein Ticken zu weit vorgelegt und damit ist es durch, die Nummer. Doch nicht entschlossen genug. Glück gehabt. Sanchez. Er bringt den Ball auf den langen Pfosten. Oh, Bono verhindert wahrscheinlich die komplette Entscheidung. Ganz stark gehalten. Die Ecke kommt. Oh, das sah vielversprechend aus. Der Ball gewinnt. Und Grund ist dieses frühe Stören. Problemlos hat er hier den Ball. Aber ich denke, mit jeder Minute, die jetzt noch vor der Uhr rennt, ist das Thema durch. Aber wir führen mit drei Toren Vorsprung. Also Stand jetzt, es ist durch das Thema eigentlich, mehr oder weniger. Muriel vielleicht noch mal irgendwas noch mal auf die Reihe zu kriegen. Youssef, nur noch der Abseits. Er steht im Abseits, da ist er zu ungeduldig, läuft zu früh los. Zwei Spieler kommen jetzt neu in die Partie. Schönes Dribbling hier. Das war ja, aber das ist dann wurscht. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. So, der Gegner kriegt, glaube ich, jetzt aber eine Ecke oder so, aber. Sonst können wir noch mal ein bisschen was wechseln. Ja, das ist eh wurscht. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. So, Hauptsache, wir haben es geschafft. Jetzt Eckball. Sie machen zu Kopfball am Ende ungefährlich. Oh, der lange Ball von Zubeldia und dann ist es Ende. Finale! Also in diesem Hinspiel, das ist der Schluss für das Unparteiischen. Moment, Hinspiel? Schon mal fürs Rückspiel. Moment, Hinspiel? Es gibt noch ein Rückspiel? Ich dachte, wir stehen im Finale. Ich muss aber zugeben, dass ich die Regeln tatsächlich in Spanien nicht so ganz so 100% kenne. Okay, ich dachte, das wäre jetzt so schön das Finale. Okay, es gibt ein Rückspiel. Wir sehen es also nochmal wieder. Aber drei Tore vor. Oh toll, ich habe schon gefreut, dass ich mir ins Finale einziehe. Nö, von wegen, es ist ein Rückspiel. Gibt auch ein Rückspiel. So, Real Saragossa verliert gegen Villarreal mit 2:3. So, nächster Gegner ist Rayo Vallecano. Das sehen wir uns in der nächsten Episode an. Bis dahin, tschüss.